Okay, tschüss. Was ein Dummkopf. Du bist ein Dummkopf. Du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Nee, Dummkopf. du bist ein Dummkopf, Junge. Nee, du. Nee, du. Nein, du. Haltet die Schnauze, ihr seid beide Dummköpfe. Entspann dich mal. Ja. Hattest du irgendwie Hasenkot im Kaffee oder was? Ja, nee, das ist wenigstens Ruhe. Warte. Nee, du bist ein Dummkopf. Boah, hast du echt Angst? Nee, du bist ein Dummkopf. Nee, du bist ein Dummkopf. ich bin jetzt fertig mit Planten suchen. Und dann, ja, jetzt komme ich zurück zum PD. Das ist cool. Okay. Irgendwas los? Ja, nix. Nee, wollt ihr fragen, ob wir Streife fahren oder so? Ja, können wir machen. Ja, bisschen mehr Begeisterung ist los. Bitte? Bisschen mehr Begeisterung. Ja, sagst du, hallo? Ja, Entschuldigung. Na klar, können wir machen, sofort. Ja, schon besser. Super, mach schon mal Auto fit, ich geh gleich noch kurz pinkeln, dann komme ich runter. Oh Gott, das dauert wieder ewig. Okay, ja. Ja, bis gleich, ciao. Tschüss. Lag, Alter. Lag mit dem Spruch ein bisschen mehr Begeisterung. Wollt ihr mich verarschen, Junge? Was geht denn hier ab? Ja, das ist der hier vorne. Oh, hier vorne. Wo ist hier vorne? Der PDM da. Lukas, danke für dein Gift. Ja, wir sind vor Ort, ne? Ja, was wird denn da gestohlen? In Schattensilber. Nein, was? Der Typ läuft weg an der anderen Seite. Hinten. Andere Seite. Ja, wir sind vor Ort, das Auto ist noch da. Der Typ läuft hier gerade weg und wird wahrscheinlich gleich aufgesammelt. Links, jetzt links, jetzt links. Der ist hier Richtung Ammunition gelaufen. Aber wo ist der? Das muss irgendwo links sein. Ja, der läuft hier auf das Parkhaus drauf. Mach einfach den Scheiß hier dicht, bleib unten, das ist Bike nicht vorbei. Moin! Schreibe 5, der regelt vor. Ja, wir sind an folgendem Dispatch. Fahren gerade wieder runter, der wird gleich safe aufgesammelt. Der Rote. Check, wir haben einen Mann. Schönen guten Tag. Standort, das. Hallo. Ist das BF oder nicht? Täter gestellt. Ja. Guten Tag. BF könnt ihr entweder verfolgen oder ziehen lassen. Wie geht's Ihnen? Hallo? Ja. Okay. er ist einfach weg. Ja, auf jeden Fall, Lukas, vielen Dank für deinen Gifted Sub an Reed und Eldodax. Resub im zweiten Digi, der wichtigste. Vielen Dank. Er hat gar keinen Bock. Ja. Dann lassen wir uns mal Auto fahren, würde ich sagen, ne? Ja, das wird auch buggy sein. Aber er hat sich hingelegt. Normalerweise dürfte das nicht buggy sein. Ich denke, er hat einen Spielcrash. Aber ich weiß nicht. Warte mal kurz. Ist schon jemand zu PDM gefahren, um nach dem Fahrzeug zu gucken? Ja, check, wir sind da, kümmern uns drum. Na, Fahrzeug check. Ist noch hier. Lass mal hier noch warten ein bisschen. Wo ist denn der 18er Dispatch? Der ist bei Mosley. Mosley's. Hat er jetzt Glück gehabt, mein Gott. Ich hab meinen Spaß gehabt, ich hab ihn getasert. Hallo. Hi, habt ihr den Typen irgendwie verloren? Der hat gerade mich angerufen und mir einen Dispatch geschickt. Ja. Da wo ihr gerade seid, da soll der sein. Das ist auch der Rote. Moin! Gummo! Guten Tag! Alles gut bei Ihnen? Okay. Ich hab noch eine Taser da im Rücken, die zieht ganz schön. Ja, dann dreh ich nochmal um, dann zieh ich die raus. Die erste. Ich nehme vorsichtig die Maske runter. Und die zweite. So, das ist schon mal besser. Ja, danke dir. Hast du mal einen Ausweis für mich? Natürlich. Machen wir. Das ist gar kein Problem. Azad Cubes. Cubes mit Q. Okay. Ja. Komischer Name. Wo kommt denn der her? Wo der herkommt?
Ja, der bestimmt Kalifornien, irgendwie. Long Beach. Ja, aber der Name Azad kommt ja nicht aus Long Beach ursprünglich, oder? Der hat doch irgendeine Geschichte. Also für mich wurde nie eine Geschichte erzählt darüber. Echt nicht? Okay. Es gibt ja meistens eine Geschichte, ne? Es gibt ja französische Namen, arabische Namen, deutsche Namen, englische Namen. Nö, meine Eltern haben mir den einfach so gegeben. Achso. War den anscheinend cool okay. Oder so, oder war gerade beliebt. Okay, Cubes, was haben sie denn da gemacht, wenn ich fragen darf? Da beim Parkhaus? Ich war ein bisschen joggen. Okay, ich sag mal ganz kurz, was nämlich da passiert ist. Okay. Da ist nämlich gerade ein Dispatch reingekommen, dass der Verkäufer von PDM bedroht wurde. Kurz darauf sind sie weggerannt. Vom Gelände. Okay. Wir haben ja gesehen, dass sie vom Gelände ausgerannt sind, ne? Über die Mauer, dann Richtung Ammonation, beim Ammonation dann links abgebogen und das Ding hoch. Und dann, als wir gekommen sind, haben sie sich entschieden, wieder über diese Leitplanke nenn ich's mal zu springen und auch Richtung Bike, wollten dann aufsteigen und wegfahren. Das konnten wir dann unterbinden. Ja, das stimmt. So, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder sie sagen mir die Wahrheit oder wir fahren jetzt zum PDM und sprechen mit dem. So, ich meine, die Sachlage ist ja eh klar, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, dass ich abgehauen bin, ja. Ja. Dass ich maskiert war, ja. Ja. Was haben sie denn beim PDM gemacht? Ich hab mir die Autos angeschaut. Okay, also ganz kurz, Ehrlichkeit siegt, ne? Haben sie da probiert, was zu klauen? Ich frag mal so direkt. Ich hab ein bisschen, ich sag mal, dir nach Preise gefragt, da habe ich zu ihm gesagt, dass die Preise ganz schön frech sind, so teuer und sowas. Dann ist er ein bisschen, ich sag mal, laut geworden, dann bin ich laut geworden. Ich weiß nicht, was der Herr dann da zu ihnen gemeldet hat. Auf jeden Fall, das war nur ein Wortgefecht, nenne ich es mal. Okay. Haben Sie irgendeine Bewaffnung dabei? Irgendeinen illegalen Gegenstand, den Sie nicht mit sich führen dürfen? Nö, ich glaube nicht. Okay, ich werde sie trotzdem einmal durchsuchen. Natürlich. Haben Sie eine Tasche dabei? Ja. Dann die einmal bitte auf den Boden. Ich habe ein bisschen Alkohol dabei. Okay. Also nichts spitzes Scharfes am Körper, woran ich mich verletzen könnte. Ich glaube eine Holzaxt. Das ist der Essenz zu viel mit. Okay. Die nehme ich ihn mal vorübergehend ab. Natürlich. Gut. Ich komme sofort zu Ihnen, die können den Arm runternehmen. Jo. Erzähl mal. Das ist so dein Part, wo du anfängst zu reden. Dein Part? Ja, du hast doch bestimmt eine 10-29 gemacht. Achso, eine geschlossene Akte, sonst nichts offen. Eine geschlossene Akte? Wenn nicht? Nö. Okay, pass auf. Ich glaub dem das. Der ist zwar weggerannt und so, aber ich glaube, dass der nur mit dem gesprochen hat. Ich, so ein bisschen dann, vielleicht hat er es auch falsch verstanden, weißt du? Eine Frage im Punkt. Der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass er da auf den Scheiß, auf den Scheiß Knopf gedrückt hat, weißt du? Ja, hat er was dabei? Der hat eine Holzaxt dabei. Negativ. Holzaxt. Check mal, der LSD gerade auf uns zukommen und sagt, dass er sich nicht mehr wiedergeben würde. Ja, mach das. Ja, das waren wir. Wir haben gerade den LSD angerufen. Der fährt. So, Cubes. Ja. Ich lege ihm mal ihre Axt hier wieder in das Täschchen rein. Jo. Ich glaube Ihnen das soweit. Wir belassen es dann erstmal dabei. Das nächste Mal bitte nur, wenn die Polizei mit Blaulicht hinter ihnen herfährt und sie weglaufen und dann auch noch so ein. Ja, Parkhaus nenne ich es mal, hochlaufen. Eventuell einfach mal stehen bleiben, dann hätten wir sie nicht tasern müssen. Ja, das klar mache ich. Super, dann dürfen sie die Tasche aufnehmen und sind erstmal von der Maßnahme befreit. Ja. Schönen Tag noch, tschüss. So, Diggi, was geht denn hier jetzt ab? Ich glaube, du hast ja aus Versehen deine Weste reingelegt. Ja, dann. Ja, check. Alright, dann schönen Tag dir noch. Ich dachte, ich hab meine eigene Weste an. Ich dachte, ich hab meinen Rucksack an und wollte die Weste in meinen Rucksack tun. Oh mein Gott. Helfen? Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Rita Lucia Torello. Guter Hinweis. Am 7.2.
Adelita Lucia Torero. Ja, verstanden. Adelita Lucia Torero. Adelita. Adelita. Adelita, ja. Was ist denn das für ein Scheißname? Was ist denn das für ein Scheißname? Keine Ahnung, ich hab's im ersten Versuch gefunden. Ich bin super, hey, oder? Ey, das ist mexikanisch. Ja, gut. Du bist Sullivan, ne? Ob du super bist, das ist so eine Definitionssache. Arschloch. Meinst du damit super nervig? Super unfähig? Ja, ja, okay, Griffin, ich muss arbeiten. Tschüss. Okay, tschüss. T-Stoppe 4, 10-7 tanken. Check. Was soll ich sagen, ne? Die Stadt brennt. Die Straßen sind überfüllt. Ja, ja. Mhm. Machst du gerade einen Live-Bericht oder was? Ja, sicher. Ah, okay. Wir geben zurück ins Studio. Ja, schönen guten Tag hier aus dem Studio. Hier ist auch nicht viel los, ne? Die meisten hier, die sind hier einfach nur am Chillen, ne? Weißt du, ein bisschen warm und so, ein bisschen kalt und ein bisschen neblig und so. Deswegen sind die alle am Chillen. Ich gehe wieder raus auf die Straße. Das ist dein Part? Wo ist neblig? Im Studio, Digga. Im Studio ist neblig? Ich hab gerade einfach nur erzählt, ja, jetzt dein Part. Du bist dran, du bist live, los. Ich bin live, okay, ja. Ich hab nichts zu berichten, alles super. Oh mein Gott, du hast fast jemanden getötet! Ja, jetzt hast du was zu berichten, was ist passiert? Was ist passiert? Der Motorradfahrer interessiert mich nicht. Nichts mehr, dass ich im Einzelfunk an. Ich hab gedacht, wir kicken den weg, Junge. Ja, die Motorradfahrer sind selber schuld. Rechts kommen da, sag ich nur. Ah. Oh Mann, oh Mann. Ich hab echt gedacht, den nehmen wir mit, ne? Ja. Du immer denkst. Hätten wir direkt wieder Verlust gemacht, hätten wir wieder Krankenhausrechnung bezahlen müssen. Warum? Ich werde rechts kommen, ich hab Fragen. Strecke 10, 10 ab. Fahrzeug, das auf die Beschreibung passen würde. Ich schicke mal gerade einen Dispatch. Wir sind hier ungefähr an der Mine und fahren hier irgendwie, ach nicht an der Mine, an der Schmelze und fahren hier irgendwie zwischen in den Kanälen. Wenn eine Streife in der Nähe wäre, super, wenn die vorbeikommen könnte. Hält jetzt auch hier am aktuellen Dispatch. Ich glaube, wir sind 8 in der Nähe. Wir sind hier, egal, alles gut. Ausgestiegen und rennt in Richtung, Straße, in Richtung Exporteur runter. Wort's mal hin, mit Blaulicht. Einen LHG ein. Das ist so, den holen wir uns nämlich. Richtig, wir würden den mal verfolgen. Den holen wir uns nämlich. Ja, wen denn? Wir was denn? Was, hörst du den Funk nicht? Check, danke. Ja, doch, aber. Ja, die klaut das Fahrzeug, einer ist ausgestiegen, ist in LHG gestiegen. Unterwegs in Richtung Stützenamt und fahren in Richtung Westen. Haben das Stützenamt dann. Sei dumm, ein Gedanke, ne? Und biegen ab in Richtung Igors. Fahren also direkt auf Igors jetzt zu und fahren wieder zurück in Richtung Osten und biegen ab in Hinters Mission Row. Ah, du musst links fahren. Haben das Mission Row jetzt gleich erreicht. Ja, chill, sagt er, chill. Haben das Mission Row hinten passiert und sind weiter nördlich unterwegs. Fahren wir direkt zum FT-Tunnel? Ja, ist irgendwo cool. Hier unter aktuellen Dispatch unter der Brücke, haben gerade keinen Sichtkontakt, doch fährt weiter nördlich. Und biegt dann ab in Richtung Ost-Highway und fährt dann direkt in den FD-Tunnel rein, haben keinen Sichtkontakt mehr. Wir müssen gucken. Ist rausgekommen, südlich gefahren. Oh, scheiße. Ist aber nur noch eine Person drin. Hallo? Ja, check, dann wurde der Wanderer rausgelassen am Dispatch. Hallo? Jungs, ja? Geht's gut? Ja, uns geht's gut. Dann lassen wir den Jimmy mal drin, wir gucken, ob wir den Typen finden. Hallo? Ja, gehen Sie Fahrzeug anmelden, schön, doch noch. Okay, jo, okay. War zum Richtung hinter Mission Row, fein, das Mission Row. Fahr mal durch den FT-Tunnel, mach das mal. Nicht, dass er den im FT-Tunnel oder so rausgelassen hat. Oder irgendwo in der FAB-Garage oder so, ne? Ja, FAB-Garage wird schwer. Leitst du für die Streife 8 kommen? Herzlich willkommen. Ja, dann fahren wir jetzt nämlich mal unter die Brücke. Zur Info am jetzt abgearbeiteten Dispatch. Aber nicht auf die Brücke unter, ne? Und an dem gelben nicht. Also gegebenenfalls die Dispatches mal tauschen. Wir sind aber auch vor Ort, also es könnte noch beide abgearbeitet werden. So, jetzt
geradeaus, ja, dann irgendwo hier wurde er rausgelassen dann. Streife 8, Ende. Kann halt hier überall sein. Die Streife 8 für die Leitstelle kommen. Streife 8. Ihr seid nun Streife 5 gekommen. Check. Streife noch mal links, noch mal links. Der Herr, der als Beifahrer dabei saß. Wiederholen. Was hat derjenige, der aus den alten Tür ausgestiegen sein soll, gefragt? Ich habe hier jemanden komplett weiß mit roter Mütze. Weißes Oberteil war, glaube ich. Komm. Okay, er hat auf jeden Fall weißes Oberteil. Der Rest ist auch weiß und mit roter Mütze. Wir können ihn ja mal kontrollieren. Ja, check. Ja, dann nochmal kontrollieren. Fahren wir hier gleich links nochmal. Links über die Gleise. Ja, die haben ihn. Was Rotes, glaub ich. Wahrscheinlich. Ja, aber wahrscheinlich. Ich will hinten in die Halle gucken, weißt du? Die Halle? Da hinten kommt doch gleich so eine Halle. Wo ist deine Halle? Streife 6, 10, 8. Ach, ja, hier nicht. Nee, hier nicht. Ach, warte. Halt mal an. Wir laufen jetzt hin. Schnauze voll. Okay. Ort für Streife 1. Herzlich willkommen. Die Halle meinte ich. Worum ging es denn genau bei der Sache jetzt hier mit den Herren? Damit ich kurz eine Phase weiß. Also der Herr saß in einem Fahrzeug, hat es abgestellt und ist dann geflüchtet. Das Fahrzeug war jetzt nachträglich von den Kollegen als gestohlen gemeldet. Und ja, schaut einfach mal, wen ihr habt. Ich glaube, wir können nicht nachweisen, dass er das tatsächlich war. Ja, verstanden. Leitstelle für Streife 1, komm. Eine 1029 für einen Herrn Azad Cubes. Ich bin hier am besten. Azad Cubes hat gehört keine Organisation an und eine geschlossene Akte wegen Diebstahl sowie Waffenbesitz wird dann geprüft. Kein offenen Blitzer kommen. Ich hake mich mal kurz ein, den hatten wir eben schon bei einem potenziellen Raub. Der hat aber gesagt, dass er sich mit dem PDM-Verkäufer so ein bisschen verbal auseinandergesetzt hat und er daraufhin wahrscheinlich dann Dispatch geschickt hat. Also vielleicht mal ein bisschen gucken, ob er dem Informationen entlocken kann. Ja, verstanden. Streife 1 Sender.